Moin Moin, heute ist mein Geburtstag und ich dachte mir einfach, ich mache zum Geburtstag einfach mal ein Informationsvideo, wie überhaupt Veluntri entstanden ist. Und fangen wir gleich mal direkt an. Also es gab ja damals das Netzwerk domicroft.de, das kennt ihr vielleicht noch, und das war wirklich gut besucht und viele Spieler hatten wir. Wir hatten auf einen Schlag mal 35 Spieler auf einen Schlag wirklich online und das war wirklich top. Und dann gab es irgendwann so im Februar, März, April ungefähr 2021, was mit den Datenbanken. Da waren die Datenbanken gelöscht und gehackt worden. Und ja, ohne Datenbanken läuft halt nichts mehr. Ich habe es versucht wieder zu retten, aber sinnlos. Dann war es halt so, dass Domicroft immer weiter abgesoffen ist, quasi, kann man sagen, untergegangen ist. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, ich beende das jetzt mit Domicroft, weil es ist lauter Mühe, die Daten wieder herzustellen und es geht halt nicht ohne Backup. Und dann habe ich Veluntri gegründet und dann habe ich angefangen erstmal, wie mache ich das, ein Konzept entwickelt, wie baue ich dieses und jenes, ist welches Thema, welche Maps, welche Sachen kommen alles auf dem Server. Und ihr seht ja schon, es gibt schon vieles, es gibt eine Website, es gibt einen Minecraft-Server, es gibt einen Discord-Server, es gibt vieles andere, ein TikTok-Account, der gut läuft, es gibt... Also es geht jeden Tag gut voran. Dauert zwar noch ein bisschen, aber es geht gut voran. Je besser, also je langsamer es vorangeht, desto besser wird es eigentlich. Also schön, dass ihr dieses Video angeguckt habt und eines Tages könnt ihr hier mal hier langlaufen und Spaß haben mit euren Freunden. Also wir sehen uns. Ciao.